Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu COD. Ich dachte mir, ich mache mal so ein paar Waffen-Guides, zumindest mit den Waffen, die ich eben so spiele und jetzt schon kennengelernt habe. Oh, fuck. Geniale Flash natürlich. Ihr müsst die grundsätzlich gegen den Baum werfen. Also, ich wollte euch so ein bisschen die Waffen zeigen, die ich so spiele und dazu einen kleinen Guide oder machen oder meine Meinung dazu sagen. Für alle, die es interessiert, beziehungsweise die planen, COD, wenn dann das Volle da ist, die Vollversion, zu spielen. Komm her, mein Freund. Fuck. Ich bin jetzt nicht der allerbeste. Klar, ich habe letztens dieses krasse Kill-Frag-Movie rausgehauen. War natürlich on point, ich weiß, aber ein Frag-Movie sind halt auch immer wieder nur zusammengeschnittene Kills. Und man macht ja nicht grundsätzlich diese Ultra... Oh, da habe ich noch einen angehittet da drüben. Diese Ultra-Gameplays. Also mit der M1, ihr seht, das ist es so. Keine schlechte Idee, auf Entfernung zu gehen, aber sie ist auch trotzdem sehr nice für nahe Optionen. Wenn jemand wirklich close an dich kommt, ist es zwar ein bisschen schwierig, aber man kann auf jeden Fall auch gut aus der Hüfte mit den Dingen schießen, vor allem wenn du die passende Erweiterung auf der Waffe hast. Nein. Ja, das war eben eine kurze Demonstration. Pff, nur bin ich halt nicht so ultra gut aus der, also eben aus der Hüfte schießen. Es geht natürlich schon deutlich besser, wenn man aimt. Wow. Oh fuck, Enemy Bomb. Nein. Ah! Sein Drecksack. Die Waffe ist sehr genau. Logisch, M1, Garant, haut rein wie ein Stück Code. Ihr seht, aus der Hüfte ist es, wie gesagt, es ist kein Problem. Natürlich, wenn jemand wirklich schnell um dich drumherum dackelt, kann es schon problematisch werden. Gerade wenn man eben um eine Ecke einaimt und dann kommt jemand angerannt. Aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Ich will mir jetzt da hinten noch einen wegsnacken. Ich dachte mir, ich mache einfach dann zu jeder Waffe ein Gameplay. Ein komplettes einfach, möglichst ungeschnitten. Um euch so zu zeigen, wie ich mit der Waffe spiele, wie ich mit damit so umgehe, mit dem Teil. Alles klar, oh Mate, hol ihn dir, schnapp ihn dir, verschisselt. Gewinnen wir wenigstens? Ne, wir sind sogar am Verlieren, das ist ja wohl lächerlich. Schön die Nades und die Flash benutzen, fuck, die Nade war verworfen. Okay, und wenn es geht, dann einfach eine Zweitwaffe aufheben, also eine MP oder irgendwie sowas. Damit ihr nicht immer die Pistol habt. Ich meine, mit der Pistol kann man auch echt viel holen. Ich habe auch, das nächste Frag-Movie wird wohl Snipe-Frag-Movie sein, das darauf folgende Pistol-Frag-Movie, weil ich echt ab und an krasse Frags mache mit der Pistoletta. Aber natürlich ist es trotzdem angenehmer, wenn du eine MP dabei hast als Zweitwumme, falls es zu arg wird. Hier auf der Map wird wirklich extrem viel gerusht, also es ist nicht so der Stellungskampf, wie jetzt zum Beispiel bei Aachen. Bei Aachen wird auch gerne mal, wow, viel gecampt, auch gesniped. Die Map hier ist eigentlich auch nicht schlecht für eine normale Sniper, aber ich finde sie dann doch eher... Sie ist zu dynamisch für Only Snipe. Zu dynamisch. Da würde ich dann doch lieber die M1 spielen. Oder sogar eine MP oder sowas. Aber jetzt nicht zwingend. Also M1 geht schon auf jeden Fall klar. Hat der jetzt die Granate geschmissen? Nee, das war der. Naja. Irgendwie, der kommt nicht hoch. Au! Wo ist denn der Sack jetzt hin? Der unter mir. Das war aber nicht der. Ah, da ist der Sniper. Er läuft einfach links rum. Ja, und das wollte ich eben zu jeder Waffe machen, die ich so spiele. Diesen... Nein. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, Ishi. Jawohl, eine MP. Bei Bedarf natürlich nachladen. Aber das muss ich ja nicht sagen. Das ist ja leider kein Guide, wenn jemand, wie man Spiele spielt. Okay. Also, die kommen jetzt wahrscheinlich gleich wieder von der Mitte. Ihr sollt einfach jetzt sehen und auch hören. So durch meinen Kommentar. Und durch die Aktion sehen, wie ich die Waffe so spiele, wie man sie spielen kann. Da lag eben eine schicke Snipe rum. Alles klar, ein King geslayert. Sehr schön, sehr schön. Da war einer. Ich will nicht, dass er mich jetzt von der Seite wegnudelt. Aber ich wage es jetzt, diesen Vorstoß hinter mir. Ja, da habe ich eingeaimt. Das war jetzt in dem Fall nicht so Glück. Aber ich will schnell hier hin, wegen den Gegnern. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Oh Gott, der ist schon weg, der ist schon weg. Wo ist denn? What the fuck? Wie schnell ist denn der bitte schon? Ah, da ist eine Tür, hier ist eine Tür. Alles klar. Ich kenne die Maps noch nicht so ultra gut. Komm her. Ah, unsere, alles klar. Also gerade mit dem Ding muss man auch viel auf die Karte gucken, dass man eben die Feinde auch, jawohl, die Feinde auch rechtzeitig erkennt und vielleicht auch schon so ein bisschen umaimen kann, abaimen kann. Um die Ecke aimen kann. Da vorne sind welche, kommt her. Na, alle. Oh, nur noch, ich habe keine Muni mehr. Dann wechsle ich kurz das Snipe, auch wenn es jetzt nicht viel mit der... Ist das so eine Autosnipe hier oder was? Ah ja. Ich dachte, das wäre die One-Shot-Snipe. Ach, scheiße. Gut, machen wir mal die Artillerie. Ich weiß ja jetzt, wo sie alle stehen. Ich hoffe, dass sie... Ah, nee, das ist ja nicht... Ja, fuck, das ist dieses Flugzeug. Oh. Egal! Ah. Also, natürlich hören die das, wenn sowas abgeht und verstecken sich dann gerade bei dem Flugzeug. Finde ich ein bisschen ungeschickt, weil
diese Ansage halt doch recht früh kommt und auf einer Map wie Aachen sind die dann alle direkt im Haus. Man hat eigentlich noch Chance, einen zu treffen. Aber hey, zwei war bis jetzt, glaube ich, so mein... Die Flasher wieder on point. Mein, Maximum. Okay. Komm, ich muss noch ein bisschen was machen hier. Wie sieht's aus? Ja, nicht mal besser. Alter, lächerlich. Grundsätzlich, ne? Bei Aufnahmen, der Vorführeffekt. Da kommt halt nicht das Ace zustande. Oh, beide Waffen leer. Shit, shit, shit. Die rumschreien. Die Atmosphäre übrigens finde ich gar nicht so übel hier, aber mit Battlefield ist es schon echt nicht zu vergleichen. Also Battlefield ist schon wirklich dann nochmal ein Ticken krasser. Weil einige gesagt haben, ja, COD geht jetzt auch so in die Richtung halt und versucht wieder zurück zu den Wurzeln zu kommen. Und hab ich ein... Schüttelt es mich durch, wenn mich der Mate anschießt? Wisst ihr, was ich meine? Wie heißt es, wenn du angeschossen wirst und du dann so anfängst zu zucken? Habe ich das auch? Punch-Ding? Wenn mich ein Mate anschießt? Können wir... Manchmal sehe ich die nicht, wenn die direkt hinter so einem dunklen Hintergrund stehen. Habe ich echt Schwierigkeiten, da was zu sehen. Was? Das ist die verkackte One-Shot und du stirbst nicht, du Sack. Die zeige ich euch auch noch. Damit werde ich, also habe ich auch einige krasse Kills letztens gemacht. Da werde ich ein schönes Frack-Movie noch machen, solange eben diese Beta aktiv ist. Keine Sorge also an alle, die jetzt denken, oh nein, der macht ja nur noch COD und gar kein Counter-Strike mehr. Ich habe jetzt nicht vor, hier den Kanal zu einem COD-Kanal auszubauen. Ihr wisst, wie ich das mache. Hab da schon so eine klare Linie drin, aber mach immer wieder andere Dinge. Mal mehr und mal weniger stark. Und COD macht mir persönlich auch wirklich viel Spaß. Im Moment. Vor allem, weil ich so gut wie jedes Spiel als Erster abschließen kann. Und da ist es schon eine coole Sache. Das letzte Mal war ich bei COD so gut bei Ghost. Bei COD Ghost. Dass irgendwie niemandem so richtig gefallen hat. Oh mein Gott, ultra die schlechte Priorisierung. Bei Ghost war ich ultra gut. Jeder hat gesagt, Ghost ist scheiße. Und ich dachte, fuck Leute, wir müssen mehr Ghost spielen. Da geht's rund. Da habe ich diesen Chemstrike ein paar Mal hinbekommen. Und ich glaube, die Nuke, sonst bei diesen anderen COD-Teilen, ist mir nie gelungen. Und bei Ghost, schön mit dem Schäferhund, das ging schon gut ab. Ich hoffe, dass das hier das gleiche für mich wird. Das wird jetzt wieder mein COD, bei dem ich schön was holen kann. Na, bei dem ich auch mal schön im Nachladen an den Gegner komme. Das macht mir nämlich am meisten Spaß. Gehen wir nach da hinten. Ist natürlich was ganz anderes, ne? Also im Gegensatz zu, ja, zu CSGO ultra hektisch und sowas. Aber um nochmal zurück auf die M1 zu kommen. Ihr habt gesehen, wie ich sie gespielt habe. Meistens eher so auf Mittelentfernung. Ich gehe natürlich nicht so gerne close mit dem Teil. Long Range geht auch klar. Ich finde, man kann damit auch easy Sniper niederstrecken. Zumindest wenn die Sniper nicht so extrem gut sind. Ist eine angenehme Waffe und im Moment auch meine Lieblingswaffe bei COD World War II. Meine Zweitlieblingswaffe kommt jetzt dann als nächstes und zwar die Snipe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.